Hallo zusammen, willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video von mir. Als erstes möchte ich Danke sagen für 152 Abonnenten, das bedeutet mir so viel und ich freue mich sehr, dass wir immer mehr werden. So, das heutige Video ist ein, was ich eingekauft habe in der letzten Zeit, also ein Shopping Haul von Diverses bis Beauty-Produkte, Kleider, Unterwäsche. Ich würde von euch sehr gerne wissen, bitte schreibt es in die Kommentare, was mögt ihr lieber längere Videos oder mehrere kurze Videos? Aber nun beginnen wir. So, das erste, was ich euch zeigen möchte, habe ich von Starbucks. Diese süße Espresso-Tasse in Grau. Und ich wollte schon länger mal eine. Ich habe begonnen, sehr oft Kaffee zu trinken. Habe jetzt auch eine eigene Kaffeemaschine und darum brauche ich eine. Und ich glaube, ich werde mir auch sogar mehrere noch holen. Ich weiß nicht, ob dieselbe oder andere, aber die fand ich ganz süß. Oh mein Gott, und dann habe ich ein Schweizer Unternehmen entdeckt, die Kerzen herstellt über Instagram und die haben so schöne, süße Kerzen und mega viele verschiedene. Und schaut mal diese Kerze, das ist die Birthday Cake Kerze und hier steht Go Shawty, it's your birthday und schaut mal, wie geil ist das denn, es sieht wirklich aus wie so ein Kuchen, Torte mit so Sprinkles und es riecht auch so. Es riecht auch, wenn man es noch nicht anzündet, wenn man in die Wohnung reinkommt, es riecht einfach nach dem. Und auf der Seite steht, es riecht wirklich ja, nach Geburtstagstorte, klebrige Buttercreme, Gourmand Bourbon. Checkt unbedingt mal die Seite ab, ich verlinke sie irgendwo hier oder unten. Und ja, falls ihr aus der Schweiz kommt oder ich glaube, sie liefern auch nach Liechtenstein, schaut unbedingt vorbei, weil sie haben so besondere, spezielle Duftrichtungen. Nun kommen wir zur Unterwäsche. Und da war ich bin ja Flugbegleiterin und ich war vor kurzem in Polen, hatte dort eine Übernachtung. Und dann, als wir zurückgingen am Flughafen in Polen, in Warschau, habe ich bei Victoria's Secret diese sexy Unterwäsche entdeckt. Mit dieser Spitze und hinten, so Brazilian Style und eben wie mein Kanalname halt schon sagt, less glitter, more glitter, oder? Die hier diese Glitzer auf der Seite, wo Victoria's Secret steht, liebe ich einfach so sehr. Und dasselbe habe ich auch noch in Rot geholt. Ist mega ein schönes, wie seidiges Material. Und ich mag es, dass es so weit nach oben geht an der Hüfte. Sieht mega gut aus. Liebe ich. Ich war auch bei uns in Zürich, hat es auch am Flughafen, ein Victoria's Secret. Und dort war ich auch mal drin. Ich kann euch ein Video hier einblenden, was für Farben es dort gibt. Aber ich habe nur ganz große Größen noch dort gesehen. Vielleicht müsst ihr einfach vorbeigehen und fragen. Dann war ich bei Tsenis. Weil die alten langsam nicht mehr so schön aussehen, brauchte ich viele neue Unterwäsche. Und die ersten, die ich euch jetzt zeige, gleich, ihr wisst sofort, warum ich nicht an denen vorbeigehen konnte, sind diese schöne weiße. Hinten so mit so Cheeky Fit, Brazilian Style. Und hier hat es so diese Glitzer. Oh, kann ich es besser? Hier so genau. Diese Glitzerkette. Super schön. Ich bin gespannt, wie sie sein werden nach dem Waschen, ob es ist noch immer gleich bleibt. Und Tsenis hat ja immer so Angebote, wie eine kostet zum Beispiel 9,95 Franken. Wenn man drei kauft, sind 19,90 und 5, 29,90. Und ich kaufe meistens immer dann gleich 5, weil ich meine 30 Franken für 5 Paar wohl easy. So, und hier, wenn mir was ja gefällt, ich muss es immer in allen Farben kaufen. Und diese ist auch nochmals, habe ich hier in Pink mir geholt. Super nice, super schön. Und noch in diesem Türkis oder Babyblau auch noch. Sehr, sehr schön, gefällt mir so sehr. Neben diesen Farben gibt es auch noch Schwarz. Aber Schwarz hatten sie leider nicht mehr in meiner Größe. Ich nehme allgemein eigentlich immer Größe M, aber das hatten sie nicht im Schwarz. Nur S ist ein bisschen zu klein und L war mir jetzt auch zu groß. Dann, der war jetzt im Sale. Das ist so ein String. Ah, hier ist oben, genau. Und ist sehr speziell, hat mir sofort ins Auge gestochen. Hat überall Pailletten. Hinten auch.
Diese waren auch im Sale, das ist die alte Kollektion, nehme ich an, dass es leider nicht mehr gibt. Vielleicht gibt es noch, schaut auf die Seite, ein paar einzelne, die gab es in Blau, Schwarz und diese zwei Farben, glaube ich. Und das sind auch so Cheeky Fit Unterwäsche, diese so im Bronzy Brown Ton, sind auch super High-Waisted, hier so weit nach oben und dann diese pinken. So süß mit dem Detail hier am Rand, sieht so wie Rüschen ein bisschen aus. So voll girly, mag die sehr und das Material ist auch so seidig. Natürlich, wenn ich meine Lieblingsfarbe lila sehe, muss ich es auch kaufen und mitnehmen. Und das sind einfach ein bisschen basic mehr. Ja, lila Unterwäsche, die gibt es in auch ganz vielen verschiedenen Farben. Auch sehr schön. Nun kommen wir zu der Valentinstag-Kollektion, die sie hatten im Store. Da habe ich mir auch ein paar mitgenommen. Okay, ich zeige euch erstmal die rosanen. Als erstes diese mit Rosen drauf, hinten und vorne. So sieht es aus, genau. Sehr hübsch. Dann dieselben eigentlich, einfach ein anderes Design. Das nennt sich jetzt auch, ja, G-String. Hinten so. Und einfach ein bisschen noch diese extra oben. Und ich liebe Pink und Lila, ihr wisst. Diese, das ist genau das vorne und hinten. Und auf der Seite hat es so diese Stickerei. Und die letzten, die sind auch so süß. Ups, hat sich ein bisschen verfangen. Der nennt sich auch String. Ist ein bisschen so durchsichtig mit Herzen überall und hinten auch. Bei Tessenis habe ich auch noch ein paar Socken gefunden. Diese habe ich aber jetzt über Zalando bestellt. Sind sehr günstig Socken bei denen. Zweimal diese Bandana Print Socken in Pink. Diese gibt es auch in Blau, so viel ich weiß. Dann hat mir auch noch sehr gefallen diese grauen, hellgrauen mit diesem Herz. Sehr simpel und basic, kann man auch immer fast zu allem tragen. Und dann diese sind weiß und hinten steht Bonjour Baby. Fand ich auch sehr speziell, liebe die. Die sind alle so um die 3-5 Franken. Jetzt zeige ich euch noch ein paar Schmuckteile, die ich bestellt habe und nachher noch ein bisschen Beauty-Produkte. Zuerst einmal diese von Pieces, auch über Zalando habe ich die geholt. Dieses Schmetterlingsset. Super süß, wirklich so gold. Da ist ein bisschen länger, aber ich glaube, ich blende euch nachher ein Bild ein. Und so Hoops mit Schmetterlingen. Einfach so im Gold. Ihr seht ja vielleicht noch ein Video kurz, wo ich gemacht habe. Wirklich sehr cute. Dann habe ich noch so Ohrstecker bestellt. Das ist so mit Herzchen, wie mein steht hier. So Lippen und sonst einfach so normale Kristallsteine. Hier habe ich noch ein paar Ringe. Super süß auch. Hier sieht man es, ja, mit Herzchen und hier auch Lippe und auch hier nochmal ein Ring mit verschiedenen farbigen Herzen. Wie meine Nägel, so Valentinstag-Style. Kommen wir zu einem Produkt, das ich nach meiner Meinung nach finde, jeder, die falsche Wimpern trägt, kaufen sollte und haben sollte. Das ist dieses Ardell Lash Aufbewahrungskit, also diese Box einfach. Und schaut mal, hier habe ich mal meine Lashes jetzt hier reingemacht. 3 Stück haben Platz und ein Spiegel hat es hier auch, falls man sie anbringen möchte. Super praktisch, kostet auf Zalando nur so um die 10 Franken, 8, 9, manchmal ist es sogar wieder im Sale. Und ich würde mir das sicher unbedingt holen, falls du falsche Wimpern trägst. Das ist etwas, was mir sehr gefällt hat und ich bin so happy, dass ich das jetzt habe. Bei Migros, das ist ein Supermarkt hier in der Schweiz, habe ich mir auch ein paar Produkte geholt. Zum einen einmal diese Kokos-Handcreme.
Diese ist für 24 Stunden Feuchtigkeit soll die sorgen, mit exotischem Kokosnussduft, mit Kokosnussöl und riecht traumhaft, wenn man das mag. Und auch noch diese Reisegröße Intensiv Handcreme von IM, das ist die Eigenmarke von Migros, für sehr trockene Hände mit Shea-Butter und Vitamin E. Die, die mich schon ein bisschen kennen, wissen, dass das mein Lieblings-Augenbrauenstift ist von Catrice. Diese Slimatic Ultra Precise Brow Pencil in Waterproof. Ich nehme immer Dark oder die ganz dunkle. Hat hier so Bürstchen hinten und wirklich eine feine Spitze. Als nächstes habe ich mir diese Haarspray auch in Mini-Größe gekauft. Das ist einfach jetzt von Taft Ultra mit Stärke 4. Dann noch Pflaster. Die mag ich sehr gern, die sind günstig, die kann man selber zuschneiden, auf was für immer du Größe du sie gerade brauchst. Und dann noch Nagellackentferner ohne Aceton. Weil für meinen Job muss ich meine Nägel, so sind es leider nicht erlaubt, wie sie gerade sind, muss ich sie immer übermalen. Und da ich ja Acrylnägel habe, muss ich sie wieder entfernen mit einem Nagellackentferner ohne Aceton. Und der finde ich sehr gut, weil ich mag es auch nicht, wenn sie so eine Kindersicherung haben. Ich finde das immer irgendwie blöd und der hat einfach einen Drehverschluss. Und ist einfach simpel und einfach zum Öffnen. Die ganze letzte Woche hatte Coop, das ist auch ein Supermarkt hier in der Schweiz, so eine Rabattaktion. Wenn man 2 Beauty-Produkte kauft, bekommt man 25% Rabatt und das war ja mega. Und da dachte ich mir, da muss ich ja fast mir was holen. Zum einen habe ich mir diese Kokosnuss Body Scrub, das Peeling, mitgenommen. Das hat echte Kokosnussschalen drin und ich denke mir, das wird sehr gut sein. Und der Duft, ach, riecht einfach so nach Urlaub und tropische Insel. Richtig gut. Und das andere, zweite, habe ich mir diese Augencreme mitgenommen. Straffung und Zellaktivierung von Nivea Anti-Age Augenpflege mit Hyaluron. Und es hat noch natürliches Magnolienextrakt drin, Kollagenbooster. So sieht es aus, die Tube. Sehr clean. Schöne Aufmachung. Über Douglas habe ich mir online dieses Hair Treatment Set bestellt. Ich blende euch mal ein Bild ein, wie es aussah online. Und ich habe es ehrlich gesagt größer erwartet. Vor allem, ja, ich zeige euch mal zuerst mal alles. So kommt es von Sol de Janeiro. Diese Reihe, die riechen ja allgemein richtig, richtig lecker. Und ich dachte mir, dieses Shampoo und Conditioner wäre größer. Aber das sind jetzt einfach 90 ml. So sieht das auch aus. Es wird Brazil Nut und irgendein Buriti Früchteöl. Und hier ist die Haarmaske, Hair Repair Treatment. Das riecht einfach so lecker, man möchte es am liebsten essen. Wirklich. Wenn ihr noch nie an diesen gerochen habt, geht unbedingt mal ins Store und riecht an dem. Weil ich bin mir ziemlich sicher, ich muss auch noch die Body Lotion und die Body Spray auch noch holen für Sommer. Zu meiner Bestellung konnte ich noch 2 Probegrößen so auswählen. Zum einen habe ich mir dieses Shiseido Creme, das ist Augencreme Muster. Und hier haben wir eine 2-in-1 Maske von Cora Organics. Das ist die Marke von Miranda Kerr. Dann habe ich hier noch ein paar Gesichtstuchmasken mir geholt von Garnier Skin Active. Ich mag die sehr gerne, ich finde die super und Tuchmasken sind immer praktisch. Diese ist für intensive Feuchtigkeit straffend und aufpolsternd mit Hyaluron für erste Anzeichen der Hautalterung. Und ich glaube, das ist schon eine recht neue, ich habe die auf jeden Fall noch nie gesehen. Soll man 15 Minuten auf dem Gesicht lassen. Dann habe ich hier noch von
auch halt alle von Garnier, wie gesagt, hautklar. Das ist für fettige und zu Unreinheit neigende Haut mit Teebaumöl und Salicylsäure. Und noch die hatte ich auch schon und die finde ich auch mega. Nutribalm für trockene und müde aussehende Haut mit Kokosnussmilch und auch Hyaluron. Und mit Tuchmasken kann man nie etwas falsch machen. So gibt auch nicht so eine Sauerei, finde ich. Und man muss es nicht so abwaschen, extrem und alles. Und dann noch hier zwei letzte Sachen. Diese vom Lidl, ein weißer Nagellack von der Valentinstag-Kollektion noch. Ist einfach der weiße. Es gab sehr viele verschiedene Farben. Und noch auch Valentinstag-mäßig diese Zahnbürsten von Curaprox. Seht mal, wie süß diese Herze oben für meinen Freund und ich. Die pinke natürlich für mich und grün für ihn. Nun sind wir am Ende vom Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt auch noch die anderen Videos von mir gerne abchecken. Und sonst lasst mir doch gerne ein Like oder einen Kommentar da. Würde mich sehr riesig darüber freuen. Wir sehen uns das nächste Mal. Ciao!